Radis Duisburg. Hier will einfach keiner hin, ja, das ist Duisburg im Ruhrgebiet, eine der ärmsten Städte Deutschlands. Jeder Achte hier ist ohne Job, wie Chris, den wir seit Jahren begleiten. Ich bin Christopher, 28 Jahre alt, saß davon 7 Jahre im Knast. Jetzt lasse ich mir mit Hartz IV gut gehen. 26 Einbrüche und schwere Körperverletzungen hat der mittlerweile 31-Jährige auf dem Kerbholz. Bei unserem letzten Besuch ist eine neue Freundin Denise zu ihm gezogen. Die 24-Jährige bezieht ebenfalls Hartz IV. Das arbeitslose Paar lebt in den Tag hinein. Schatz, wir müssen ganz, ganz dringend Haare färben. Ja? Ja, geht gar nicht mehr. Ja, guck mal, mein Ansatz. Lila ist auch raus. Ja, müssen Katastrophe. Sonst muss ich mal Mütze anziehen oder so. Ich bin jetzt mit Denise 6 Monate zusammen. Ist nicht meine längste Beziehung, aber wir steigern uns dahin. Chris hat Denise sogar einen Heiratsantrag gemacht. Ganz romantisch an dem Ort, an dem sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Einem Graffiti-Tunnel. Boah, guck mal. Krass, ne? Ja? Oh Mann. Hammer, ne? No. Ich will fragen, ob meine Frau werden möchte. Ja. Ich liebe dich, auch mein Schatz. Also für mich ist das Verlobtsein gut eigentlich. Fühlt sich nichts anders an halt. Immer noch verliebt wie vorher. Ja, wir leben jetzt auch schon eine längere Zeit zusammen. Natürlich ab und zu mal ziehen wir uns an kurz, ne, aber ist auch nur eine 5-Minuten-Sache. Aber so kommen wir eigentlich miteinander sehr gut klar. Ist groß genug hier. Die Möbel von Denise haben beide verkauft, um neue Sachen für ihr gemeinsames Zuhause besorgen zu können. Gekündigt ist ihre alte Wohnung nicht. Das ist meine Wohnung und ja, wir sind jetzt zusammengezogen. Die wohnt ja bei mir so gesehen mit, aber die bleibt ja hier gemeldet und alles, damit wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Ne? Wenn wir zusammenziehen, der Bedarfsgemeinschaft, kriegen wir weniger Geld. Wollen wir nicht. So kriegen wir 900 Euro getrennt. Jeder 450, sage ich jetzt mal circa. Und wenn wir eine Bedarfsgemeinschaft wären, wäre das bestimmt auch 750 oder so runtergemacht. Und ja, das wäre nicht so berauschend, sage ich mal. Ne? Aber das heißt, ihr bescheißt es ab? Ja, so gesehen bescheißen wir das ab. Ne? Und der Staat zahlt weiterhin Miete für eine ungenutzte Wohnung. Ich krieg doch die Wohnung von dir, Daniel? Ja. Die Wohnung haben wir ja stehen lassen, aus Kostengründen, sag ich mal. Und jetzt muss ich dich unterbrechen, Schatz. Das Geile ist, jetzt kommt ja der Corona-Bonus, 150 Euro pro Person. Wenn wir jetzt eine Bedarfsgemeinschaft wären, da hätten wir nur 150 bekommen. So kriegen wir 300 Euro. Stimmt. Ja. So, weiter. Auch noch. Wie lange zahlt das Amt jetzt sozusagen doppelt? Wir zahlen ja auch für deine Miete dann, wenn du nicht da bist. Eigentlich schon, seitdem ich mit dem Chris zusammen bin. Seit fast ein halbes Jahr. Aber wir fangen jetzt Ende des Monats an mit Tapezieren, alles neu machen. Ja, und dann richten wir die nicht neu ein, gucken wir auf eBay wieder ein paar Sachen. Nein. Muss ja jetzt nicht die besten Möbel und so sein. Wir werden ja hauptsächlich hier bleiben. Und im Sommer halt sind wir drüben, wenn schönes Wetter ist, zum Grillen. Und halt öfters zum Baden drüben, da ich ja eine Dusche habe. Ja, wir werden die aufrichten und ab im Sommer wird die wieder regelmäßig benutzt. Aber nicht schlecht mit Hartz IV, oder? Eine Zweitwohnung. Ja klar, mit Hartz IV eine Zweitwohnung zu haben. Oder was sagst du dazu, Schatz? Sag doch auch mal was. Zweitwohnung und Garten, ne? Ja, und dann noch Garten. Ja. Anderen Leuten geht's schlechter. Ja, aber viele wollen ja auch keine Hilfe haben. Ja. Oder leben halt so, wie die nicht leben müssen. Ne? Wir sind auch Hartz IV-Empfänger, aber uns geht's ja auch nicht beschissen. Ne? Wir kommen auf jeden Fall klar. Ein Verhalten, das sprachlos macht. Schlechtes Gewissen? Fehlanzeige. Das Hartz-IV-Pärchen beschäftigt eher andere Dinge. Gucken wir jetzt mal nach Handschuhe hier, ne? Ja, Haarfarbe haben wir schon. Muss jetzt nur ein bisschen auswaschen, damit das ein bisschen vernünftig wird. Denise hat zuletzt vor einem knappen halben Jahr in einer Reinigung gearbeitet. Corona-bedingt wurde die ehemalige Hauptschülerin dort entlassen. Wie sieht es jetzt finanziell aus für mich? Du wolltest ja eigentlich wieder Arbeit suchen, ne? Das auf jeden Fall, ne?
Ja. Aber? Ja. Aber sag ruhig, wie du deine Meinung denkst. Ich komm grad nicht drauf, Mann. Egal, wie du, ne? Ja, wie soll ich das sagen? Weil du einfach keinen Bock hast. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich bin immer arbeiten, du Affe. Ich bin immer arbeiten. Es ist halt jetzt nur aktuell wegen Corona, ist schlecht zu gucken. Aber im Verkauf irgendwas? Nein, Einzelhandel nicht. Das ist ja mir dann doch zu anstrengend, wenn den ganzen Tag Kunden kommen, warum ist das nicht da und warum ist das nicht da. Also für mich wäre das wieder voll mein Ding, ne? Bin unter Menschen. Aber will er dich doch nicht fahren. Natürlich könnte ich mich um den Job bemühen, aber mein Führungszeugnis ist auch nicht gerade am besten, ne? Ich saß wegen Raubüberfall mit schwerer Körperverletzung und 26 Einbrüchen. Ja, ist ein Vertrauensjob auch, sag ich mal, eine Kasse, ne? Wenn da Einnahmen fehlen oder was weiß ich nicht, ist nicht so leicht. Aber so suche ich nicht speziell einen Job. Ich bleibe auf Hartz IV. Chris ist antriebslos. Und was seine Zukunft betrifft, perspektivlos. Duisburg. Chris und seine Verlobte Denise leben beide von Hartz IV. Arbeit verrichten die zwei nur, wenn es unbedingt sein muss. So wie beim Haare färben. Das ist selbst gemacht günstiger. Schatz, warte bitte, lass mich machen, ja? Oh mein Gott. Bist du ein bisschen nervös, ne? Nö, warum denn? Ich weiß nicht, so nervös nicht. Kriegst du hin? Ja, klar. Safe, Digga, safe, Digga. Diese Welt dreht sich um uns. Wenn du irgendwann mal schwanger werden solltest, ne? Kannst du auch nicht mehr deine Haare färben und so. Dann kriegst du Naturhaarfarbe. Oh Mann. Dann kriegst du nichts mehr Buntes. Okay. Ist denn was bei euch in Planung? Nein, im Moment ist noch nichts in Planung. Haben uns jetzt erstmal einen Hasen gekauft. Der reicht uns jetzt doch erstmal. Ja, das Kind ist jetzt nicht mehr, erstmal nicht in Planung. Natürlich verhüte ich nicht, ne? Kennt man ja auch nicht anders von dir. Ja, ich habe, ich glaube, 4 Kinder oder 5. Irgendwie kommen da immer mehr zu. Aus allen Ecken. Chris hat 4 Kinder aus Kurzbeziehungen oder One-Night-Stands. Für sie alle kommt der Start auf. Wie machst du es denn jetzt? Nicht anders. Ich fürchte im Moment auch nicht. Aber ist nichts in Planung. Nee. Ne, in dem Sinne. Aber ich weiß schon, dass es dann passieren kann. Ja, wenn es passiert, ja, passiert es. Wenn es passiert, so, ne? Passiert es. Eine sehr leichtsinnige und unreife Einstellung. Denn die Verantwortung, die man als Eltern für ein Kind trägt, ist groß. Aber findest du, mit Hartz IV ist ein besseres Leben? Also, ja, also was ich so mitkriege, so, ne, schon, so was die so alle kriegen, so sag ich mal, die Mütter, ne? So dieses Elterngeld und Kindergeld und Unterhalt und was weiß ich nicht, alles da noch. Kriegt man Unterhalt nicht nur, wenn man alleinerziehend ist? Unterhalt? Ne, ich glaube nicht, keine Ahnung. Wieso sollte man denn Unterhalt für ein Kind bekommen, wenn der Vater mit im Haus lebt? Ja, weiß ich nicht. Also, kommt auf die Situation an, wie das, ob das Kind mit Hartz IV aufwächst, in welche Umgebung es aufwächst. Aber so Vorbildfunktion? Ja, Vorbildfunktion in meiner Situation, also in meinen Augen, bin ich ja schon, ne? Auch wenn ich jetzt nicht arbeiten gehe. Ich könnte arbeiten gehen für mein Geld, aber ich möchte nicht arbeiten gehen für mein Geld. Habe ich keine Lust zu, ist zu anstrengend. Ich verdiene ja mein Geld nebenbei mit Gras verkaufen. Aber jetzt nehmen wir trotzdem in den Griff. Ja? Ja. Er kommt in sein Leben klar. Ich hab ja alles, was ich brauche. Hat eine saubere Wohnung, hat Leben, kocht jeden Tag, hat Geld für sein Gras regelmäßig. Aber wir kommen auf jeden Fall klar. Und wenn ich jetzt irgendwie Familienbasis, da höre ich ja auch auf damit, ne? Mit Gras verkaufen. Natürlich nicht mit Kiffen. Die Situation ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, es wäre schlimm, wenn passiert. Die momentane finanzielle Lage basiert allerdings auf der nicht angemeldeten Bedarfsgemeinschaft und dem Drogengeld. Keine stabile Grundlage, um ein Kind großzuziehen. Nun stehen jedoch erstmal die neuen Haare im Fokus. Geht, ne? Ja. Bisschen, boah, ich weiß nicht. Ein paar Stellen sind blond. Ja, ein bisschen orange hier oben noch, ne? Ja, ein paar Stellen, aber geht. Ne? Fürs erste Mal wurde dann gut gemacht. Ja? Klar. Geht klar, ne? Fürs erste Mal. Perfekt.